Mein Ex-Freund Mario hat mich heute hierher eingeladen. Wir waren beide sehr, sehr verliebt ineinander. Und dann ist Mario von heute auf morgen auf einmal verschwunden. Eines Tages ging die Tür auf von mir, es hieß, du hast Besuch. Ich hatte eine Trennscheibe, also wirklich eine Trennscheibe, da kannte ich nur aus Fernsehen. Und die Vanya kam rein. Das war so ziemlich, ich würde sagen, schlimmste Moment in meinem ganzen Leben. Du hast mir alles bedeutet damals. Warum hast du wirklich mit mir Schluss gemacht? Was war wirklich der Grund? Also den Grund von der Trennung sehe ich eigentlich schon bei beiden. Aber im Großteil hat auf jeden Fall Robert schon dazu beigetragen, ne? Was hast du in den letzten Monaten gemacht? Also ich habe auf jeden Fall mein Leben genossen. War viel unterwegs. Und wo warst du so unterwegs? Auf welcher Plattform? Welcher Dating-Plattform? Ich war auf Kinder-Dating-Plattform unterwegs. Mhm. Wer es glaubt. Warst du mir immer treu? Ach, das ist ja eine gute Frage. Monogam war ich immer. Ja, aber treu sein heißt dann auch, dass du keine Dating-Apps hast. Und, was hattest du? Dating-Apps. Für mich war das die schwerste Trennung, die ich je hatte, weil der Mensch, mit dem ich mir hätte alles vorstellen können, war von heute auf morgen weg. Ich habe da echt ein Jahr lang schon sehr, sehr darunter gelitten, sogar länger, würde ich sagen. Du wolltest nicht, dass ich dich weiterhin besuche, du wolltest keinen Kontakt. Mir ging es scheiße wegen dir. Das Einzige, was ich irgendwann gemacht habe, ist, ich habe weitergelebt. Und ja, ich habe dann mit jemand anderem eine Beziehung angefangen irgendwann, der für mich da war. Aber du kannst mir nichts vorwerfen. Jetzt beantworte mir noch die eine Frage. Hast du mich je wirklich geliebt?